Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise, Folge 261. Leute, seit 4 Jahren machen wir jetzt schon die Sendung und ich habe eins meiner Lieblingsstücke bis heute vergessen. Der Y-Wing Starfighter. Dieses Fahrzeug zählt zu den vielen Fahrzeugen, die beinahe nicht veröffentlicht worden wären in der Classic Line. Wie zum Beispiel Zeppelin Skiff hat es auch nur ganz knapp reingeschafft. Oder viele Sachen, die es niemals im Handel gab, der imperiale Außenposten zum Beispiel, dann der Truppentransporterpanzer mit den 2 Geschützen und. Da werden Erinnerungen wach. Ich besitze heute noch den Originalkarton aus meiner Kindheit und die sehr seltene Bombe, die meistens verloren geht. Ja, sehr schönes Stück. Ich weiß noch, wo ich das damals zu Weihnachten bekommen habe. Zusammen mit meinem X-Wing Fighter. Ich konnte tagelang vorher nicht schlafen und dann war es endlich soweit. Heiligabend. Tja Leute, Fernsehprogramm gab es damals 3 Programme. Maximal 8 Stunden pro Tag Programm. Und Computertechnologie, naja, jedes billige Handy vom Flohmarkt hat mehr Speicherkapazität. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber und schauen uns das gute Stück aus dem Jahr 1983 an. Hat auch eine sehr interessante Geschichte. Im Jahre 1983-84 schrie die ganze Welt nach Star Wars Jedi Toys. Wie dieses wunderschöne Spielzeugplakat zeigt, gab es eine sehr große Auswahl. Tja Leute, da war was los. Hier zum Beispiel der Millennium Falcon, der durchgehend produziert wurde, bis 1985. Eins der schönsten Playsets der damaligen Zeit war das Jabba the Hutt Playset, das wir euch in Fantastic Toys and Merchandise Folge 40 vorgestellt haben. Oder hier das Speederbike, man beachte vorne die Spitze, aus Folge 183. In der Regel wurden nur Sachen neu herausgebracht aus den aktuellen Filmen. Also ein Empire-Spielzeug, das bis 1982 nicht erschienen ist, erschien auch 1983 nicht mehr. Man produzierte die erschienenen Sachen zwar weiter, wie zum Beispiel den AT-AT, der wurde auch durchgehend produziert von 1981 oder 80 bis zum Schluss. Eine absolute Ausnahme bildete der Y-Wing, der trotz allem noch erschienen ist, was eigentlich ein reines Spielzeug aus dem ersten Star Wars Film war. Er war bereits auch geplant, 1979, aber wegen des großen Aufwandes erschien er nicht. Der Y-Wing wurde auch fleißig beworben, wie hier eins der letzten Prospekte überhaupt, Anfang 1986, das einem Star Wars Comic beigelegt war. Ich hab's rausgerupft. Im Internet geistert auch ein Bild von diesem Verkaufsständer, angeblich aus dem Jahre 83-84, mit einer alternativen Verpackung für diverse Sachen. Aber leider habe ich diese Box nicht auftreiben können, das liegt daran, dass sie entweder nicht existiert oder lediglich die Prototypen. Genauso wenig wie diese Repo-Band-Box, die nicht existiert. Wahrscheinlich Prototypen, war nur ein Ausstellungsstück und ist nie erschienen. Oftmals waren Spielzeugen, also Fahrzeugen, Raumschiffen etc., diese kleinen Werbeheftchen beigepackt, heute bei Sammlern sehr beliebt und teilweise sehr teuer. Die meisten Prospekte waren damals englischsprachig, aber das tat unsere Begeisterung keinen Abbruch. Heute bin ich mir sicher, dass diese Werbeprospekte auch dazu beigetragen haben, dass heute noch sehr, sehr viele Sammler begeisterte Fans sind. Hier sehen wir, gerade neu erschienen, links oben neu. Und hier sehen wir einen Prospekt 1985. Das einzigste Vorankündigungsprospekt mit dem Tatooine Skiff. Und hier unter ferner liefen. Zu Return of the Jedi erschien mehr Merchandise als in anderen beiden Star Wars Filmen zusammen. Extrem selten ist die Trilogo-Box. Die wird preislich originalverpackt deutlich im 4-stelligen Bereich gehandelt. Diese erschien einige Jahre später, laut Gerüchten 1989, was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann. Und der Y-Wing war auch ein wenig anders da. Leider habe ich keinen vorliegen, sonst würde ich ihn euch zeigen. So Leute, das ist jetzt die Box des Y-Wings. Und das ist meine Original-Box, die ich damals zu Weihnachten bekommen habe. Man erkennt seine Gebrauchsspuren. Hier sehen wir die andere Seite mit dem einfachen Jedi-Logo.
R2D2 und andere Actionsfiguren separat erhältlich. Action, so haben wir früher immer gesagt. Action. Tja, erst ab 4 Jahren durfte man mit diesem Raumschiff in den Weltraum fliegen. Vorher nicht. Hier ein Blick auf die Unterseite. Das Raumschiff war mit allerhand Funktionen ausgestattet. Diese Variante wurde in Mexiko hergestellt. Und hier sehen wir die Oberseite der Box. Den Spruch kennt ihr ja schon. Hier die linke Seitenlasche, leicht lediert. Der QC-Aufkleber stammt vom Hersteller. Man muss auch dazu sagen, dass der Y-Wing, der Classic Line von 1983, aufwendiger war als alle bisher erschienenen. Hier sehen wir jetzt die Gebrauchsanweisung des Y-Wings. Gut war damals beschrieben, wo jeder einzelne Aufkleber anzubringen ist. In der Regel sind die Aufkleber heute bei den meisten Modellen schon vorhanden. Damals war es noch üblich, wirklich alles ganz genau zu beschreiben. Dies hatte auch was mit dem amerikanischen Strafrecht zu tun. Wenn auf der Mikrowelle nicht draufsteht, dass man da drin keine Katze trocknen kann, dann kann man die verklagen. Naja, lassen wir mal das seltsame Gesetz aus den USA mal beiseite. Das wichtigste Zubehörteil, die Bombe. Hier befand sich auch ein Schacht für einen R2-Droiden, in der neueren Version nicht. Ein Rätsel bleibt bis mir heute noch. Was hat Admiral Akbar mit dem Y-Wing-Bomber zu tun? Hergestellt 1983. So Leute, hier ist das gute Stück. Eines mit den meisten Funktionen ausgestattete Fahrzeug überhaupt. Und mit den meisten Einzelteilen, die meistens verloren gehen. Beginnen wir beim Cockpit. Dies lässt sich selbstverständlich öffnen. Hier sehen wir die Cockpitklappe mit einem Computer. Nehmen wir die Figur mal raus. Achtet besonders darauf, dass die Aufkleber noch vorhanden sind. In der Vorderseite des Cockpits befinden sich 2 Raketen. Diese kann man entnehmen, darauf achten, die gehen häufig verloren. So Leute, seht ihr jetzt das Geschütz, das auf dem Dach des Cockpits ist? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Es handelt sich hierbei um ein abnehmbares Zwillingsgeschütz. Das durch einen Elektromotor in Vibration versetzt wurde. Das Geschütz wurde gelegentlich aufgesteckt, nicht fest verschraubt, wie viele immer denken. In der hinteren Sektion befindet sich der Knopf zum Auslösen des Geschützes. Man höre den besonders coolen Sound. Hinter dem Cockpit befindet sich die R2-D2-Einheit oder hier in diesem Fall R5-D4. Hier kann die Figur entnommen werden. In den neueren Versionen ist der Y-Wing, ja, der ist hier verschlossen oder ist eine nicht entnehmbare Figur vorhanden. Hinter der R2-Einheit befindet sich ein kleiner Knopf. Dieser ist zum Auslösen der legendären Bombe beim Y-Wing. Es ist darauf zu achten, dass die Bombe noch komplett ist. Diese Bombe stammt noch aus meinen Kindheitstagen. Entsprechend abgekämpft ist sie.
Und hier sehen wir die Antriebssektion. An der Unterseite kann die Bombe eingehängt werden. Sehr schön sind auch die vielen Details. In der Mitte befindet sich auch der Hebel zum Auslösen des Fahrgestells. Auch sehr schön eingearbeitet. So. Ganz einfach nach hinten schieben. Schauen wir es uns nochmal an. Der vordere Bereich. Etwas unhandlich. Sehen wir uns nun mal die Triebwerkssektionen an. Auch mit sehr viel Kleinteilen. Heute Standard, aber vor über 30 Jahren war das eine kleine Sensation. Das hintere Gestell konnte abgenommen werden. Zum Vorschein kam die brennende Turbine. Die hintere Gondel bestand insgesamt aus 6 Teilen. Die Streben selber waren relativ lang, brechen häufig ab oder gehen verloren. In der Mitte ein Euro-Stück zum Größenvergleich. Und hier der Triebwerksregler. Auch sehr schön gearbeitet. Noch heute werden die gleichen Bauteile verwendet. Teilweise sogar fast die gleichen Gussformen. Daran kann man erkennen, wie extrem qualitätsvoll das Spielzeug vor 30 Jahren gearbeitet war, dass man es heute noch verwenden kann. Und die Abschlusssektion. Und hier mit 2 der 4 Streben. So Leute, nachdem die Hälfte runtergefallen ist, ein Blick auf die Unterseite. Leute, ich bin froh, wenn wir endlich wieder im Freien filmen können. Das ist einfach schöner als in diesem Bunker. An der Unterseite des Cockpits befindet sich die Bestempelung. Lucasfilm Limited 1983. Und schön sind auch die Schrauben zu erkennen und ein Fleck, den ich vorher nicht bemerkt habe. Und hier sehen wir das vordere Cockpitfuß. Naja, den Standfuß, schön gelungen. In der Mitte sehen wir nun die Halterung für die Bombe. So Leute, seht ihr den Schacht für die Batterien? Nein? Nicht? Machen wir ihn mal auf. So Leute, da ist er. Achtet besonders auf die Kontakte. Im Laufe der Jahre sind sie häufig angelaufen oder beschädigt. Hier sehen wir jetzt die wunderschöne Abdeckkappe. Passt sich wunderbar am Y-Wing an. Heute ist der Batterieschacht leer. Man kann die Kappe teilweise noch öffnen, aber es ist keine Elektronik mehr vorhanden. Und hier sehen wir die Unterseite. Ja, Leute, je schöner die Raumschiffe, je schwerer zum Filmen. Und hier sehen wir einen weiteren Landungsfuß. Die beiden hinteren waren identisch. Durch den Druck auf den oberen Knopf konnte man die Bombe ausklinken. Achtet bei der Bombe darauf, dass sie auch aus 2 Teilen besteht. Viele wurden auch zusammengeklebt, wie hier unten im Bild. Und die neueren Versionen, zum Beispiel wenn ihr euch Fantastic Toys Merchandise Folge 155 anstellt, Original Trilogie Collection Y-Wing, seht ihr, dass die Bombe heutzutage nur noch aus einem Stück gefertigt wird. Eine lose Bombe ist auf Flohmärkten oder so fast nicht mehr zu finden. Und wenn man sie findet, zum Beispiel im Internet, ist sie doch relativ teuer. So Leute, die heutige Sendung geht mal wieder zu Ende. Tja, irgendwann ist alles mal zu Ende. Ach Leute, die alte Bombe, ich meine, die habe ich jetzt seit über 30 Jahren in meinem Besitz, aus Kindheitstagen. Das sind diese kleinen Stücke, die einem wirklich viel bedeuten.
Ich weiß, vielen von euch geht es genauso. Man hat irgendwelche Sachen, die gibt man einfach nicht mehr her. Sie begleiten einen ein ganzes Leben lang, Jahre, Jahrzehnte, bis man irgendwann mal alt und tatrig ist. Naja, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Ich verabschiede mich bei euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und eine Frage noch an euch da draußen. Weiß irgendjemand, wann es endlich mal da draußen wärmer wird? Dieses nass, kalte, ekelhafte, dunkle Wetter, ich kann es nicht mehr sehen. Also in diesem Sinne, Leute, bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, euer Retro-Start ins Wochenende mit Fantastic Toys and Merchandise.